So, good afternoon. Zuerst einmal herzlichen Dank. Danke für den Preis. Danke für die Einladung, hier vor Ihnen zu sprechen. Ich werde über das gesamte Projekt des Cosmopolitan Chicken sprechen. Ich habe vor 20 Jahren begonnen, Käfige zu bauen, Land zu kaufen. Und ich habe eine Weile gebraucht, bis ich nach Linz gekommen bin. Wenn ich einen Vortrag halte, beginne ich immer mit diesem Bild und ich sage, das ist kein Huhn. Meiner Meinung nach ist das ein Kunstwerk. Hühner gehören zu den Tieren, die am meisten als Haustiere gehalten werden. Und das sind auch die, was Sie hier sehen, ist eine Kreuzung aus einem französischen und belgischen Huhn. Das wurde in Deutschland in einer Ausstellung unter dem Titel Wir sind die anderen gezeigt. Um das Projekt zu verstehen, muss man zurückgehen in der Geschichte. In der Geschichte des Huhns. Es gibt nur ein Huhn auf der Welt, das das tatsächliche Urhuhn ist, das im Himalaya-Gebiet lebt. Die Gene dieses Huhns haben sich überall auf der Welt verbreitet. Durch das Interesse des Menschen. Aber es war nicht nur der Mensch, sondern auch die Natur, die uns dieses Huhn zur Verfügung gestellt hat. Durch Mutation und Manipulation wurden die Gene überall verbreitet. Und in jedem Land gibt es ein Huhn, das etwas aussagt über das Land. Ein Beispiel. Das ist ein Poulet de Bresse, ein französisches Huhn. Roter Kopf, weißer Körper, blaue Beine. Das ist die französische Fahne. Sie sehen das bei allen Hühnern. In China zum Beispiel gibt es ein seidiges Huhn, ein typisches chinesisches Huhn mit haarigen Federn. Unsere Kultur wird abgebildet in einem lebenden Objekt. Und dann beginnt meine Geschichte. Ich habe darüber nachgedacht. Eine französische Fahne in Frankreich, das kann unterhaltsam sein, aber auf diese Weise blockieren wir das Wachstum. Wir passen ein lebendes Tier in einen Rahmen ein. Und ich habe mich gefragt, ist das richtig? 1999 habe ich also mit einem Kreuzungsprojekt begonnen für das kosmopolitische Huhn. Ich habe mit einem belgischen Huhn begonnen. Ich bin selbst der Belgier und habe dieses gekreuzt mit einem französischen Huhn aus Bresse. Und das Ganze geschah an der Grenze zwischen Belgien und Frankreich. Das Ergebnis war etwas anderes, etwas Neues und ich habe das als Kunstwerk bezeichnet, denn das war etwas, das es nie zuvor gegeben hatte und das meiner Meinung nach instabil war, als Hybrid. Und dieses Huhn war die Quelle für die nächste Generation. Ich bin mit diesem Huhn nach England gefahren und so haben sich die Kreuzungen fortgesetzt. Dieses Jahr war ich in Slowenien. In Slowenien haben wir Mekele-Styrian gemacht und das Huhn sitzt jetzt hier in der Ausstellung. Also 17 Generationen von Kreuzungen. Wir haben jetzt also ein Huhn, das 17 Länder in sich vereint. Wenn man so etwas macht, sagt man nichts über das Huhn aus, sondern über die Gesellschaft. Wir sprechen von Globalisierung, Multikulturalität, Cloning, Genetic Engineering und so weiter. Ich glaube daran, Teile zusammenzufügen. Wenn man viele Teile oder auch nur zwei zusammenfügt, kann etwas Neues entstehen. Es geht um Fortpflanzung. Das ist die Kraft, die unser Leben antreibt. Man kann natürlich sagen, ist das Biologie, ist das Wissenschaft? Ist mir gleichgültig. Für mich ist es Kunst.
denn es geht um Überraschungen. Und Überraschungen sind wichtig. Ich werde zum Beobachter meines eigenen Projekts. Einerseits bringt sich das Huhn in das Projekt ein, andererseits ist das abstoßend. Ich bin derjenige, der es beobachtet. Wenn ich von Überraschungen spreche, das war die zweite Generation, die in der Leicester Gallery in London ausgestellt wurde. Man hat mich ersucht, eine Kreuzung zu machen mit einem typischen englischen Huhn. Und ich fand keinen Huhn, denn in den 60er Jahren war der englische Red Cap so beliebt, dass er unfruchtbar geworden ist. Dann bin ich nach Northampton gefahren. Es war ein Bauer dort, der hatte diese Hühner. Und er war so glücklich, dass ich sie ihm abgenommen habe, denn in 10 Jahren hatten sie keine Nachkommen hervorgebracht. Und ich kam mit diesem Hahn, der geboren war, der ausgebrütet worden war, an der Grenze zwischen Belgien und Frankreich. Und ich habe das mit den Hühnern von den Bauern in Hampshire zusammengebracht. Und 3 Wochen später waren Küken da. Und das hat Schlagzeilen gemacht. Man hat geschrieben, das ist besser als die Europäische Union. Nach so vielen Kreuzungen sehe ich an der Oberfläche sehr viel Vielfalt. Und das war ja auch der Beginn meines Wunsches, meiner Karriere, Vielfalt. Mit wissenschaftlichen Freunden wollten wir herausfinden, was denn da drinnen ist. Wenn man so viel Vielfalt an der Oberfläche sieht, fragt man sich, was passiert denn da drinnen? Indem verschiedene Disziplinen zusammengeführt werden, auf transparente Weise. Daher verwende ich Glas. Glas hat die Funktion, transparent zu sein. Glas ist transparent, man kann es nicht sehen. Erst wenn man es bricht, kann man es sehen. Und wenn man es nicht sehen kann, sagt einem die Fantasie etwas über die Vergangenheit, über die Gegenwart, das ist die Realität. Und das Glas ist gleichzeitig die Zukunft. Diese Teile zusammenzuführen und über die Zukunft zu sprechen, ist gleichbedeutend über die Vergangenheit zu sprechen. Alle 2 Jahre fahre ich in die Himalaya-Region, um dort zu sein, wo das Urhuhn gelebt hat. Die wichtigste Frage ist denn, wer kommt zu wem? In unserer westlichen Kultur können wir sehr wohl sagen, es war der Mensch, der das Huhn genommen hat und auf der ganzen Welt verbreitet hat. Aber das stimmt nicht. Die erste Bewegung ging vom Huhn aus und das ist wissenschaftlich erwiesen. Wo stehen wir denn mit unseren Züchtungs- und Zähmungsversuchen? Mich führt das zu einem philosophischen Modell. Was ist denn das philosophische Modell in diesem Fall? Wir haben hier die horizontalen Linien. Da kann eine Identität beginnen. Und ich verbinde die horizontalen Linien mit dem Konsum, mit der Manipulation. Und daraus kann sich eine Mutation ergeben. Und die Mutation ist für mich die vertikale Linie. Es gibt viele horizontalen Linien und gleichzeitig viele Mutationen. Es kann ein Raster daraus entstehen. Alle diese Ideen erreichen ein anderes Niveau, wenn eine Mutation stattfindet. Und so erfolgt Wachstum. Für mich ist das auch ein Gesellschaftsmodell, denn ich glaube an die globale Vielfalt. Für mich entspricht das der sozialen Globalisierung. Auf der Grundlage all dieser Gedanken habe ich mit dem Opundi begonnen. Das Opundi ist die Open University of Diversity. Ich habe zurzeit 3 Stiftungen, die Walking Egg Foundation. Hier geht es um Fruchtbarkeit und Fertilität in den Entwicklungsländern. Dann the Cosmopolitan Chicken Research Foundation. Hier geht es um genetische Forschungen und Kreuzungen. Und dann die Cosmo Golem Foundation. Da geht es um Kinderrechte. Ich spreche nur über 2 dieser Stiftungen. The Walking Egg Foundation. Ich glaube, ich fühlte mich wie ein
gehendes Ei, ein transparentes Ei, das nicht gesehen wurde und das starke Beine braucht, um überall auf der Welt herumzulaufen, um die 37,6 Grad zu erreichen, um schlüpfen zu können. Das laufende Ei, The Walking Egg, ist eine Stiftung, die sich mit Fertilitätsforschung in den Entwicklungsländern beschäftigt. Das mache ich mit Professor Ombelet, mit der WHO, mit Dr. Mario Merialdi und mit unserer offenen Universität der Vielfalt. Es geht um Vielfalt. Es geht um Fertilität. Wie gehen wir mit Fertilität um? Machen wir unsere Welt fruchtbar oder vergiften wir sie? Nach 10-jähriger Zusammenarbeit mit diesen Wissenschaftlern hier in der Klinik, wo sie IWF betreiben. Sie sehen hier auf der einen Seite die Bücher, auf der anderen Seite das Kunstwerk und in der Mitte das Hybrid. In diesem Fall ein künstliches Hybrid, ein Hybrid aus Adler und Huhn. Hier geht es um Kraft und Stärke. Fertilität in den Entwicklungsländern, darum geht es in dieser Stiftung. Man muss eines wissen. Es ist ein äußerst schwieriges Thema, denn wir sind schon 7 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Vielleicht sind wir zu viele, aber das Problem besteht darin, dass wir immer sagen, auf der anderen Seite der Welt sind zu viele. Aber überlegen Sie sich eines, eine Frau, die auf der anderen Seite der Erde kein Kind haben kann, ist weniger als ein Hund. Sie hat keinen Namen, denn einen Namen bekommt sie erst, wenn sie ein Kind hat. Ich glaube, wir müssen über Gleichheit nachdenken. Darum arbeiten wir mit der WHO zusammen, denn die haben eine wunderbare Familienplanung. Und gleichzeitig können wir vielleicht jemanden auf der anderen Seite der Welt helfen. Es geht um Gleichgewicht. Vor kurzem, vor einem Monat, haben wir eine Technik gefunden für eine Fertilitätsausbildung, die nur 200 Euro kostet und nicht 4.000 Euro. Das war ein Durchbruch. Es geht um Energie, Kommunikation und Leben. Wir wollen Dinge miteinander teilen, Erkenntnisse, Wissen und Lösungen für Neues. Opundi, die zweite Stiftung, ist das Cosmopolitan Chicken Research Project. Das ist eine Stiftung, da wird genetische Forschung betrieben bei allen Küken, die im Rahmen des Projektes ausschlüpfen. Ich mache das gemeinsam mit Professor Cassimon aus Belgien, Professor Stinissen. Das sind beides Humangenetiker, dann Olivier Hanot von der Universität Nottingham und ich selbst arbeite mit. Wir haben ein vollständiges Forschungsteam zu diesem Thema. Wie beginnt das? Wie ist das überhaupt so weit gekommen? Ich muss Ihnen wieder eine Geschichte erzählen. Ich habe einmal im Garten einen Hahn gesehen, der völlig allein war. Und ich habe mir gedacht, warum ist der so allein? Was ist denn da passiert? Dann habe ich genauer hingesehen und ich habe festgestellt, dass er seine Sporen verloren hatte. Und wenn ein Hahn seine Sporen verliert, dann kann er die Hennen nicht mehr beeindrucken und er kann auch nicht mehr kämpfen. Somit wird er ausgeschlossen aus der Gruppe. Ich habe ihn also genommen, ich habe ihn isoliert. Ich bin zu einem Freund gegangen, der Stomatologe ist, und ich habe ihn gefragt, können wir diesem Hahn helfen? Können wir ihn in seine Gesellschaft wieder integrieren? Und er hat gesagt, ja, mittels der neuen Methode der Implantation können wir ihm neue Sporen geben. Aber geben wir ihm doch goldene Sporen. Für mich war das Gold sehr wichtig, denn für uns
wird er dadurch ein Kunstwerk. Vorher war er ausgeschlossen, er war auf der niedrigsten Ebene und jetzt findet er sich auf der höchsten Ebene als König wieder. Und dieses Projekt wird umso wichtiger, weil man mich da deswegen vor Gericht geholt hat. Die Tierschutzorganisation hat mir einen Brief geschrieben und hat mir gesagt, du darfst die Sporen eines Hahns nicht abschneiden. Ich habe gesagt, das habe ich nie gemacht. Ich wurde vor Gericht gestellt und ich dachte, das sei eine einfache Sache. Ich stand also vor Gericht und man hat sich meine Geschichte angehört und war sehr beeindruckt. Der Aktivist war beeindruckt, denn er hat gesagt, ja, er hat diesem Hahn geholfen. Aber dann hat der Richter gesagt, da gibt es aber ein Problem. Nun, das Problem ist, dass das Gesetz es verbietet, einem Huhn eine Prothese einzupflanzen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann gehe ich eben ins Gefängnis. Und da hat es einmal geblitzt in meinem Kopf. Und ich habe dann gefragt, ja, aber was darf man denn? Und er hat gesagt, den Schnabel verbrennen, die Flügel abbrennen, die Beine abschneiden und das Huhn töten. Das dürfen sie. Und ich habe ihn dann gefragt, nun, was ist Ihnen jetzt lieber, der Künstler oder das Gesetz? Man hat mich letztendlich freigelassen. Und ich habe dann den Vorstand der Organisation angerufen und ich habe gesagt, ihr wisst ja, wie das ist mit meinem Projekt. Und er hat gesagt, ja, das wissen wir schon, aber wir müssen eben die Regeln befolgen. Ich habe gesagt, ich bin ein Künstler, ich bin kein Wissenschaftler, ich bin auch kein Politiker und auch kein Aktivist. Ich habe gesagt, ich habe meine Arbeit als Künstler gemacht und dadurch Kommentare zur Gesellschaft abgegeben. Sie müssen jetzt als Aktivist dafür sorgen, dass das Gesetz geändert wird. Und ich glaube, das ist wichtig, die Art und Weise, wie ein Kunstwerk in die Gesellschaft eindringt. Etwas anderes war diese Installation in Guangzhou. Da ging es um die Umwelt. Wir haben eine komplette Installation gemacht, 1000 Quadratmeter, alles Dschungel, 45 Grad Temperatur, hohe Feuchtigkeit. Jeder, der in diesen Dschungel eintritt, muss eine Maske tragen. Er darf dieses und jenes nicht tun, denn in diesem Dschungel befand sich das rote Dschungelhuhn, das Urhuhn. Und der Sinn der Installation war, dass das rote Dschungelhuhn geschützt werden muss, weil es die Grundlage, metaphorisch gesprochen, für die Gesellschaft ist. Oder müssen wir das schützen, was wir produzieren? All diese Eier, die schön abgestempelt werden. Diese Eier repräsentieren die gesamten, alle Generationen der Kreuzungen und in einem Kühlschrank noch dazu. Man ist also von 45 Grad in 5 Grad Temperatur gekommen. Und dann die 37,6 Grad, die es braucht, damit ein Huhn ausschlüpfen kann. Wenn wir also von der Umwelt sprechen, da war die Problematik der Vogelgrippe. Die Umwelt spielt in meiner Arbeit immer eine wichtige Rolle. Ich musste viele Schritte setzen. Die Hühnergrippe kam von Holland nach Belgien und das erste Dorf, wo sie ausgebrochen ist, war das Dorf, wo ich lebe. 50 Meter vor meiner Tür haben sie alle Hühner getötet und ich sah, dass das Cosmopolitan Chicken Project da mittendrin war, zwischen den Hühnern, die sterben mussten und den Hühnern, die leben durften. Und auf dieser Grundlage habe ich mein Frozen Culture Projekt begonnen. Hier nehme ich die DNA, das Sperma, das wir einfrieren und bewahren. Frozen Culture, hochgezüchtet. Vielleicht ist dieser Quadratmeter zurzeit der gefährlichste Ort der Welt. Ich musste dann noch andere Schritte setzen mit diesem Projekt.
ich musste alle meine Hühner an verschiedenen Orten weltweit verteilen. Einer der Orte ist Tansania am Fuße des Kilimanjaro. Hier habe ich eine meiner Zuchtstationen aufgebaut. Hier ist das Klima nicht gut. Die Hygiene ist nicht gerade die beste. Aber da wird die Sache nur interessanter. Ein anderes Umfeld an verschiedensten Orten der Welt. Das hat mich auch zur Biennale von Dakar geführt. Dort habe ich 10.000 Eier ausgestellt. Ein wunderschöner Boden, ein neuer Inkubator. Und am nächsten Tag haben wir gefeiert und all die Eier gegessen. Dort eine Installation zu machen, dort ein Zuchtzentrum zu machen. Wir haben Blut abgenommen mit einem Forschungsteam. Wir haben uns angesehen, was passiert denn in einem Huhn, das in eine andere Umwelt, in ein anderes Umfeld versetzt wird. Wir haben die Blutproben an Universitäten geschickt und drei Fragen gestellt. Erstens, ist das Vielfalt? Zweitens, wie sieht es mit der Immunität aus? Und drittens, wie sieht es mit der Fertilität aus? Die Immunität hat sich verdoppelt. Die Fertilität ist von 30% auf 90% gestiegen und die Diversität war gegeben. Das sind eindrucksvolle Zahlen. Ich habe also angefangen nachzudenken und habe mir gedacht, vielleicht müssen wir für alle diese Stiftungen einen Ort schaffen, wo wir Menschen zusammenführen können, die über verschiedene Themen wie Immunität, Vielfalt und Fertilität sprechen. Also das Wissen muss zu uns kommen. Ich glaube, dass sind Menschenrechte. Und wenn Sie sich diese Arbeit hier in der Ausstellung ansehen, all das Wissen als eine neue Bibliothek und obendrauf die Beine des Urhuhns, Biologie und kulturelle Vielfalt. Daraus wird ein Ort, das ist mein Studio. Hier sehen Sie meine Arbeit, hier können Sie eintreten in die Installation in unterschiedlichen Umgebungen. Aber wir mit der Open University of Diversity bereisen wir verschiedenste Orte der Welt. Hier in Venedig bei der Biennale ein Marmorhahn, umgeben von der Geschichte Venedigs in einem Palast mit einer Bibliothek, wo jahrhundertelang Wissenschaftler und Künstler zusammengekommen sind. Hier befand sich auch das Zuchtzentrum. Neue Generationen wurden hier geboren. Und wir haben eine anthropologische Studie kombiniert mit einer biologischen Studie und einer naturwissenschaftlichen Studie. Wir haben versucht, dieses Wissen weltweit zu verbreiten durch Vorträge in China und durch die Ausstellung in der Documenta unter dem Titel Hybridität in Kunst und Wissenschaft. Ich glaube, wir müssen gemeinsam mit anderen Disziplinen in dieses transparente Glas blicken, denn ich bin überzeugt, dass jeder Organismus einen anderen Organismus sucht, um überleben.